feines Auge von Dane Fox, Abschlussmöglichkeit. Ja, macht Krefeld gut, setzt der Dresden unter Druck, jetzt der Abschluss. Ja, gewinnt das Bulli wieder. Gibt Niklas Possel da noch einen Crosscheck mit. Ja, und jetzt die Riesenchance und Außenwirkung, was für ein Safe. Zwei Dresdner, die ja Max Newton sofort unter Druck setzen. Krefeld aber am Scheibensitz. Krefeld im Scheibensitz über Matsumoto. Mendeen 1-0, Krefeld. Ganze 5 Sekunden hat es, glaube ich, gedauert. Bulli gewinnen. Da gibt es für Außenbürgen, glaube ich, auch nicht allzu viel zu halten. Da nehmen ihm der eigene Spieler und ein Krefelder Spieler die Sicht. Ja, guter Screen da von Lukas Lesio. Also, er kommt gar nicht so richtig vor Außenbürgen. Nee, und dann ist es... Wieder Riefers. Matsumoto, Scheibe abgefälscht, 2-0 Krefeld. Der müsste, glaube ich, vom eigenen Mann abgefälscht gewesen sein. Torschütze feiern, da ist Matsumoto, täuscht erst den Schuss an. Geht dann noch im Schritt vor. Das sah im ersten Moment aus wie Olli Kranz. Ja. Ja, Schlittschuh, Oliver Kranz. Und hier geht dann die Eislöwen. Karlsson, Porschberger. Ah, Scheibe abgefälscht und Tor! Dresden meldet sich zurück und bringt sich hier in Überzahl aufs Scoreboard. In Person. Ja, Johann Porschberger lässt sich fallen, aber Scheibe war da noch abgefälscht. Karlsson legt an der blauen Linie quer zu Johann Porschberger. Und dann müsste es Tomasz Andrys gewesen sein. War schwer. Jetzt Dresden über LeBlanc. Fox in zentraler Position mit Zuvanto. Bekommt den Tor und Ausgleich! David Zuvanto zum 2:2. Bilderbuchmäßig ausgespielter Konter. 3:2 Situation der Eislöwen. Fox zieht Richtung Tor. LeBlanc und ist so anspielbar. Wir sehen es hier. LeBlanc hat den Kopf oben und dann David Zuvanto schön Davis Van Dane als Screen genommen. Und dann kommt der Abschluss ins lange Eck. Dane Fox zieht da noch vor Felix Pick rein, irritiert den Torhüter so ein bisschen. Und dann passt der ab. Matsumoto auf Lesio, der mit viel Speed kommt gut ins Zettel rein und Tor! Krefeld geht erneut in Führung, Lukas Lesio. Diese Körpertäuschung hier gegen Arne Oblecker wird da auf dem falschen Bein erwischt und dann mit der Rückhand. Da war es durchs Freifall von Danny Außenbürgen. Etwas zu spitz gewesen für den Schweden. Da kommt dann auch nicht richtig Druck auf die Scheibe, aber die Eislöwen in der Situation wieder vollzählig. Zuvanto! Machst du nicht hier mit den Dresdner Eislöwen, LeBlanc. Versucht den Querpass auf Dane Fox, der kommt nicht an und dann nochmal die Möglichkeit für Krefeld, das müsste jetzt aber sein und so ist es. Das ist die Entscheidung in dem Spiel. Ja, Dresden bekommt es da eben. Max Newton mit dem Pass durch die neutrale Zone auf Matt Marcinou. Und der lässt sich dann nicht zweimal bitten. Vollendet in den verwaisten Kasten der Hausherren. Noch 5, sehen wir nochmal einen Dresdner Abschluss. Aber eine Krefelder Kelle dazwischen und damit ist
das Spiel hier zwischen den Dresdner Eislöwen und den Krefeld Pinguinen Geschichte.